Ich frage mich wirklich, wo die anderen sind. Es lief nicht wirklich nach Plan, aber eigentlich hätte ich sie auch hier erwartet. Vielleicht kommen sie ja noch. Oh, hallo, mein Freund. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich noch mal hertraust nach allem, was passiert ist. Du hast wohl immer noch nicht genug. Hast noch Fragen zu Gaia und allem, was passiert ist? Komm ruhig näher, wenn du dich traust, und ich erzähle dir ein bisschen, während wir auf meine Freunde warten. Weißt du, wer ich bin? Du kennst mich vielleicht als Al oder Alistair. Aber in einem früheren Leben war ich Dr. Cohen, ein renommierter Wissenschaftler, der versucht hat, die Menschheit auf die nächste Stufe zu heben. Und ich würde sagen, es ist mir gelungen, aber das wäre mir nicht ohne sie gelungen. Aber bevor ich dir mehr von ihr erzähle, bist du dir sicher, dass du die ganze Wahrheit erträgst? Du bist dir also wirklich sicher? Nun gut, dann lass mich dir von ihr erzählen. Lass mich dir zeigen, wie ich Hope zum ersten Mal begegnet bin. Oder nein, wir müssen von ganz vorn anfangen. Aber ich warne dich, wenn du mir folgst, gibt es vielleicht kein Zurück mehr. Hallo, ich bin Hope. Und mit mir fing das alles irgendwie an. Und ja, ich war schon immer so, wie ich jetzt bin. Schon immer konnte ich zu Gaia sprechen. Aber am Anfang war ich nicht allein. Ich hatte eine Schwester. Sie beschützte mich vor allem. Sogar als wir hier ausgesetzt wurden. Aber dann wurde sie getötet. Ich weiß bis heute nicht von wem. Von da an irrte ich alleine herum, auf der Suche nach einer Bestimmung, auf der Suche nach Gaia. Doch ich fand lange nichts, sah nur Ablehnung. Aber dann traf ich Al. Und von da an begann unser gemeinsamer Weg. Von diesem Tag an nahm mich Al immer mit zu seiner Arbeit. Viele haben gesagt, das ist ein Wissenschaftsprojekt. Aber für mich war das ganz einfach. Ich habe hier meine Bestimmung gefunden. Denn das hier ist Gaia. Gaia und ich lernten uns immer besser kennen. Mit jedem Tag hat sie mehr zu mir gesprochen, hat mir immer öfter gesagt, was ich tun soll. Von nun an wusste ich, was zu tun ist. Ich muss den Menschen helfen. Ich muss ihnen sagen, wenn ihre Seelen dunkel sind und ich ihnen helfen kann durch ein Ritual. Aber natürlich nicht ohne ein Opfer für Gaia.
Ich bin da. Und ich bin bereit. Für das Ritual. Und jetzt musst du mir nachsprechen. O unser Mutter Gaia. O unser Mutter Gaia. Unser aller Mutter. Unser aller Mutter. Mögest du Nikolai helfen. Mögest du Nikolai helfen. Seine Sünden zu vergessen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Seine Sünden zu vergessen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Mögest du ihm sein Herz nehmen. Mögest du ihm sein Herz nehmen. Es dir ansehen. Es dir ansehen. Es reinigen. Es reinigen. Und ihm wieder in seine Brust setzen. Und ihm wieder in seine Brust setzen. Auf dass er nie wieder lieben mag. Auf dass er nie wieder lieben mag. Okay. Also, ich muss dir sagen, ich werde dir jetzt wehtun müssen. Ich greife hier an deine Brust und muss meine Nägel ganz tief. Ja. Ja, dein Herz sollte geheilt sein. Nikolai, du musst eines wissen. Du darfst dich nie wieder verführen lassen. Dein Herz sollte jetzt erkaltet sein. Jede Liebe, die hineinströmen sollte. Aber du vergisst deinen Charakter nicht. Er könnte dich verführen. Du musst enthaltsam sein für lange Zeit, bevor du dich wieder der langen, nun ja, Verführung nähern darfst. Das werde ich. Okay, eins noch. Das musst du einnehmen und dann sind wir fertig. Hope und Gaia waren wirklich gute Freunde. Sie war die erste Person, die vollständig mit Gaia interagieren konnte. Sie hören konnte. Ich hatte schon vieles vorher versucht und bin gescheitert. Aber ein guter Wissenschaftler sieht auch aus seinen gescheiterten Experimenten noch einen Nutzen. From your head down to your feet. He put you in a big black box and cover you up with dirt and rocks. And all goes well for about a week. And then your coffin begins to leak. And the worms crawl in, the worms crawl out. The worms fly pinnacle on your snout. They eat your eyes, they eat your nose. They eat the jelly between your toes. Something soft and green, pus comes out like whipping cream. You spread it on a slice of bread, and that's what you eat when you're dead. Your chest caves in, your eyes pop out, your brain turns to sauerkraut. Ich mach mich gerne beliebt. Genauso wie heute Nacht. Alles
Hey Jake, du bist am Dienst, komm mal her. Jake! Hallo Freunde, ich bin's, Malcolm. Der ein oder andere kennt mich. Ich liebe Kürbisse. Aber ich bin nicht immer der Malcolm gewesen, der ich jetzt bin. Ich bin mit einem verkümmerten Knie geboren. Und meine Schwester, die hat immer mir geholfen und wollte immer, dass es mir gut geht. Sie hat alles für mich getan und ich habe sie dann geopfert, um mein Knie heilen zu lassen. Und meine Schwester ist als Uranus wiedergeboren. Hier am Bauernhof habe ich ein paar Kürbisse bekommen, die ich dann zerschnitten habe. In der Stadt habe ich eine Freundin kennengelernt. Ihr Name ist Kaya. Sie machte auch irgendwie irgendwas mit Videos. Wir haben viele Freunde auch allgemein getroffen. Und viele Leute hatten auch Angst vor uns. Es wird denen irgendwas tun wollen, was wir aber nie wirklich wollten. Zum Beispiel Noah Edwards und Lou Costa, die haben immer Kürbisse dabei gehabt, dass sie mir welche geben können. Darüber habe ich mich immer sehr gefreut. Jeden Tag erlitt ich immer diese Schmerzen und Tag ein, Tag aus wurden mir diese auch zugefügt. Kein Arzt konnte mir helfen, nur die Schmerzen etwas lindern. Meine Mutter war daran schuld. Sie hat mir die schlimmen Dinge zugefügt. Mit heißem Wasser und Zigarettenstummeln. Und manchmal auch mit einem Feuereisen. Erlitt ich jeden Tag einfach diese Qualen. Morgens, mittags und abends. Doch das sollte nicht für immer so sein. Irgendwann traf ich sie, Hope, und sie half mir, diese Schmerzen zu beseitigen, indem sie meine Mutter beseitigte. Das Ritual konnte dich retten. Und es hat mich gerettet. Und ich erlitt dann nicht mehr die Schmerzen und das alles durch Hope. Und diesen Tag liebte ich Hope und beschützte sie vor allen Übeln. Ich werde dich immer retten, Shay. Und ich werde dich immer beschützen, Hope. Wir bleiben für immer zusammen. Für immer zusammen.
Für immer und ewig. Hi. Hallo, Nikolai. Hallo. Hallo, Nikolai. Hallo, Malcolm. Malcolm. Ja, Shay. Malcolm, ich muss jetzt ein paar Tage jagen gehen und du musst auf die anderen und Hope aufpassen, ja? Ja, aber warum? Das ist nicht so wichtig, aber du musst aufpassen, okay? Du bringst mich damit echt in Ärger. Ich weiß. Shay, du... Fahr weiter. In... Wohin? Kennst du dieses Mission Routing? Mission Row, ja. Mhm. Kannst du da hinfahren? Ja. Okay. Ja, ganz zu dieser Tür da vorne. Ich glaube, den Rest müssen wir laufen. Oder vielleicht kommst du ja auch links vorbei, das weiß ich nicht. Hier? Mhm. Weiter? Ja. Oh, ja, hier ist zu. Dann müssen wir den Rest laufen. Hast du was zu trinken? Ich habe hier noch so ein Getränk, was ich bekommen habe, aber ich trinke ja nur Wasser. Oh, danke dir. Bitte sehr. Nikolai? Ja. Noch kannst du umdrehen. Wozu brauchst du mich hier? Ich will dir was zeigen, aber ich weiß nicht, ob du dafür bereit bist. Also kannst du noch umdrehen. Jetzt ist die letzte Chance dafür. Kann mir was da drin passieren oder wo auch immer wir hingehen? Hinter diesem Zaun? Möglich wär's, ja. Also ich denke nicht, aber es könnte sein, ja. Dass es mich tötet? Das denke ich eher weniger. Es ist noch nicht an der Zeit für mich zu sterben, mein Bester. Brauchst du meine Hilfe? Ich kann dir nicht so viel davon erzählen, weil sonst, ja, bist du dann hinter diesen... Wenn ich jetzt umkehre und Hope nichts gesagt habe, bin ich wirklich tot. Das könnte sein, ja. Ich muss mich kurz umziehen, ich bin gleich wieder da. Okay. Hast doch dich gefragt, woher ich die Kassette habe, Nikolai. Och, nö. Echt jetzt? Ey, meinst du, wir sollten hier sein? Shay, jetzt mal ehrlich? Ich hab ihn hierher gebracht, Nikolai. Wen hast du? Hey. Oh, hallo. Endlich neue Spielkameraden. Ich habe so lange allein gewartet. Können wir jetzt weiterspielen? Spielen wir jetzt weiter? Kannst du zwei Fragen stellen? Was für Fragen? Gehört das zum Spiel? So, hallo. Ich kann ihm zwei Fragen stellen. Was für Fragen? Spielfragen? Spielen wir noch? Aber jetzt, wenn ich nur zwei Fragen habe, das ist doch total schwer. Dann überlege gut, Nikolai. Ei.
Los, frag mich. Komm, frag mich, ich will spielen. Komm, komm, frag mich was. Ich antworte, frag mich was. Los, frag mich, frag mich, frag mich. Ich will spielen, los, los, spielen wir, komm, frag okay. mich. Boah, zwei Fragen, echt jetzt? Ja, nicht zwei, mehr? Komm, los, stell mir zwei nicht Fragen, los. Nicht weniger, bitte, Nikolai. Ich will spielen, komm, stell mir zwei Fragen, komm. Stell mir zwei Fragen, komm, stell mir zwei Fragen. Okay, okay, zwei. Okay, Frage okay, Nummer zwei. Eins, bist du bereit? Ja, ja, eins, die erste Frage, ja, ja, bitte, stell sie mir, die Frage. Erste Frage ist, ja? Was treibst du und die anderen Clowns hier in der Stadt? Wir spielen, wir spielen, wir spielen. Antworte genauer, ich habe nur zwei Fragen. Wir spielen, wir machen unsere Spiele und wir haben eine Menge Spaß. Wir haben eine Menge Spaß. Oh Mann. Wenn er so antwortet, brauche ich mehr Fragen. Komm, komm, gib mir die. Spielen wir weiter. Gib mir die zweite Frage. Die zweite Frage. Vielleicht ist ja die nächste Frage besser. Ich stelle mir die nächste Frage. Okay. Dann stell mir die Frage. Nächste Frage. Ja. 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 Komm, stell mir die Frage. Was sind das für Spiele? Oh, lustige Spiele. Die machen so viel Spaß. Oh Gott, machen die viel Spaß. Ich will weiterspielen. Lass uns spielen. Komm, lass uns spielen. Nimm mir. Die Handfesseln ab noch und eine dann Frage spielen stellen? Wir, dann spielen wir. Eine letzte, Nikolai. Und jetzt sag nicht irgendwie so lustig oder so ein Scheiß, das ist meine letzte Frage, okay? Aber das ist alles so lustig. Und nein, 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 ich will jetzt, dass du genau antwortest, okay? Ja, okay. Was okay. ist das Ziel des Spiels? Spaß haben, so viel Spaß. Ey, das ist so unfair. Nikolai, geh zur Seite. Jetzt. Ja. Ach, du bist doch Gaias Flamme gerichtet. Oh mein Gott. Ich werde sie alle finden. Ich werde sie alle finden und alle töten, Nikolai. Dass unsere Familie nicht misshandelt wird oder eingesperrt wird. Ach du Scheiße, Shay. Das Oh Mann. Was soll machen das gehen, Nikolai? Wie soll das gehen? Was ist, wenn die. Was ist, wenn noch andere kommen, Mann? Hey! Mann! Okay, pass auf. Hör zu, ich gehe jetzt. Ich werde Hope sagen, dass du am Friedhof warst. Ich muss dir irgendwas sagen. Du weißt, Mann. Du weißt, sie macht sich Sorgen um dich. Und wenn Melky mir das sagt, ich kann dir nicht sagen, dass ich dich nicht gesehen habe. Nikolai. Du gehst jetzt und du kannst Hope was ausrichten. Alter, sag mir nächstes Mal Bescheid, wenn du einen kalt machen willst, okay? Dann zieh ich mir vielleicht was anderes an. Du kannst ja. ausrichten, dass ich sie liebe. Ach du Scheiße! Mann, du bist ja wirklich... Du bist ja schlimmer als ich! So eine Scheiße, so eine Scheiße, so eine Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße. Reden bei dir, aber jetzt hast du wieder... Bist du auch Pilze? Schuhe müssen verbrannt werden. Was? Schuhe warum? Müssen verbrannt werden. Was mit dem? Fuchs, Alter? Fußlaufen gibt Fußpilz, was ist mit dir? Warte doch! Aber ich glaube, er halluziniert. Ich glaube, er hat... Sachs. Oh, warte. Kommt jetzt anwesend. Kommt jetzt anwesend. Die Sachen müssen nachher verschwinden. Komm mit. Soll ich dir meinen Arzt geben, Alter? Mann, kommt jetzt! Hört mal zu, hört auf euch lustig zu machen, Mann. Ich war gerade mit Shay unterwegs. Wer ist das? Wir haben gerade so einen scheiß Clown kalt gemacht, Mann. Tot! Bist du ein Mörder? Ey. Raffst du dich mal? Ich frag da nur. Mann, der hat einfach seine Knarre gezogen und hat den durchlöchert. Durchlöchert! Ich war nicht vorbereitet. Ich dachte, er will mir irgendwas zeigen. Er zeigt mir was. Bruder, ist da so ein Clown gefesselt? Aus diesem Weasel News-Bericht, Mann. Ja, okay. Und mit was hat er den durchlöchert? Ich durfte dem Clown drei Fragen stellen.
Drei haben uns nichts geführt, die sagen gar nichts. Als er die Fragen nicht beantworten wollte, bab. Der hat die komplett durchlöchert, Mann. Ja, aber mit was denn? Mit seiner Knarre. Ja, was hat er denn für eine Knarre? Eine Pistole. Das doch. Er hätte denken können, dass er irgendwas Großes hat oder so. Dann würde ich auf jeden Fall einen Bogen rummachen. Diese Clowns haben keine Angst vor nix. Die juckt das nicht. Der hat mich ausgelacht. Ich frag, was treibt ihr Clowns in der Stadt? Wir spielen Spiele und wollen Spaß haben. Aber, ey, scheiße, Mann. Fuck! Wie weiß man, hast du gefragt, wie viele das sind? Pass auf, ich hab Shay gesehen. Oh, hallo Nikolai, warum hast du mich angerufen? Hör zu, ich hab Shay gesehen. Okay. Er war am Friedhof. Am Friedhof? Warum das? Er hat sich von Malcolm verabschiedet für ein paar Tage. Für eine Zeit. Was? Ja. Okay. Geht's ihm nicht gut? Ihm geht's gut. Ich soll dir eine Sache sagen. Okay. Ja. Was denn? Pass auf. Es ist wichtig, okay? Er sagt, ich soll dir ausrichten, dass er dich liebt. Liebe ist böse. Anscheinend nicht für Shay. Er liebt dich. Von Liebe muss man geheilt werden. Ich muss ihn heilen. Warte. Ich glaube nicht, dass er dich erstmal, dass du ihn sehen wirst. Ist ihm was passiert? Nein. Hast du was gemacht? Du weißt ganz genau, dass ich euch nichts tue. Ich weiß, aber du bist komisch. Also gerade, manchmal eigentlich immer, aber gerade ganz besonders. Ja. Ich weiß, dass ich komisch bin. Wir sollten reden, nicht am Telefon. Nicht am Telefon. Findest du mich später? Mach immer. Ich komm morgen vorbei, ja? Wenn du es schaffst, wenn du mehr wissen willst, das geht aber nicht am Telefon. Ich guck mal, entweder heute noch oder morgen. Mach dir auf jeden Fall erstmal keinen. Ich weiß nicht, ob du dir. Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du dir Sorgen machen kannst um ihn. Aber, es ist auf jeden Fall ernst. Ich weiß, dass er nicht tot ist. Ich spür ihn noch. Er lebt. Glaub mir. Okay. Ich kenn dieses Feuer nur zu gut. Ich weiß nicht so ganz, wovon du sprichst. Aber ich finde dich. Alles klar. Bis bald. Pass auf dich gut auf. Ciao. Du auch. Ich muss diese Klamotten gleich verschwinden lassen. Und muss. Ich muss da heute Nacht. Ich muss gucken, dass der diesen Scheiß. Wenn da Fußabdrücke sind oder sonst was. Irgendwelche Spuren. Das Blut ist. Ja. Ist auch in meiner Kleidung. Es könnten Blutspuren an meiner Kleidung sein. Dann gibst du gleich deine Klamotten einfach mit. Und dann schmeiße ich die Tasche einfach in den Kachelofen in der Kirche. Du hast einen Kachelofen in Gianni, ja, du bist natürlich so haben wir das. Wir verbrennen doch auch die ganzen Dinger da. Die ganzen Särge. Das ist doch logisch. Das ist doch klar, dass wir sowas haben. In Boah, das ist der Wahnsinn. Ja, ist doch klar. Ich brauche gerne Leichenwagen, so ist nicht. Genau. Sollen wir den abholen? Liegt er da noch? Den Typen, den beseitigt Nein. Shay. Shay sagte mir, er muss weg. Ganz dringend. Es war irgendwie komisch für ihn. Er geht nie alleine weg. Ohne mich. Uranus, wir müssen ihn suchen. Ich hab Angst, dass er Böses tut und die verlorenen Seelen zerstören möchte. Shay dachte, Gaia hatte zu ihm gesprochen und vielleicht war es auch so.
Aber dass er allein loszog, um die Gescheiterten zu richten, das war nicht in unserem Interesse. Sie hatten doch noch eine Verwendung. Wir machten uns große Sorgen. Hope fiel es mittlerweile sehr leicht, ihre Rituale durchzuführen. Sie waren von so einer Schönheit und Seltenheit geprägt, dass es immer wieder faszinierend war, diesen beizuwohnen. Erhebe dich, Flores. Was wird dein Versprechen an Gaia sein? Ich schenke Gaia meinen Glauben. Ich schenke Gaia die Gewissheit, dass ich werde nicht wieder zweifeln an die Entscheidung, ich habe getroffen, um etwas Gutes zu tun. Um etwas Gutes für alle Menschen zu tun. Und darunter mich selbst zu riskieren. Selbst eine Gefahr einzugehen. Dein Glaube. Doris, du willst deinen Glauben zeigen? Dann beweise es, Gaia, dass du an sie glaubst. Bringe und dir wird nichts passieren. Ich soll hier hinunterspringen. Mhm. Ob kann ich derjenige sein, der opfert sich zuerst für Gaia? Mein Sohn, du willst dein Opfer auch heute verbringen? Das ist sehr schön. Ich hoffe. Beweise Gaia, dass du glaubst. Das ist einiges Zeig passiert, es Flores, das Video, die lohnt sich auf jeden dass Fall nichts anzugucken. Passieren wird. Es lohnt sich anzugucken, auf jeden Fall. Gaia, hiermit opfere ich mich für dich. Mein Herz ist wieder rein. Yep. Folge ihm, mein Freund. Ich soll ihm darunter folgen. Mhm. Ich hoffe, du nimmst meine Versprechen an. Lässt mich nicht hängen. Flores erfuhr die Liebe von Gaia und durch seinen Glauben überlebte er. Was man von dem anderen nicht sagen konnte, dessen Glaube war zu schwach gewesen. Es ist nicht so leicht, seinen Glauben zu finden, und zunächst stand auch mir mein eigener Verstand und die Logik im Weg. Meine Freunde, bitte geht ein Stück zur Seite, wir müssen den Ort reinigen mit Feuer. Ach du Scheiße! Ich begriff, dass dies ein Durchbruch war. Gaia hatte sich durch unsere Tests und dank Hope weiterentwickelt und war nun in der Lage, vielen Menschen Gutes zu bringen und eine bessere Welt zu erschaffen. Was Gaia konnte, war wirklich göttlich und konnte wirklich zu den Menschen vordringen, aber mir war von Beginn an klar, dass es nicht so einfach werden würde, die Menschen auf sie vorzubereiten. Aber ich wusste, dass sie vorbereitet werden müssen, ob sie nun wollten oder nicht. Oh, hallo Nikolai. Hallo. Jetzt hab ich's. Ja, hi. Wir brauchen deine Hilfe ganz, ganz dringend. Klar, wo? Die Polizia will mit uns reden, ich weiß, aber weißt du, wo dieser große Holzpier ist? Der mit dem Riesenrad? Ja. Ja? Da sind wir gleich. Alles klar, okay. Bring schnell rein. Ich
nicht so schnell reinspringen? Ganz schnell ins Auto, komm. Ja. Gut. Wie du vor, Shay. Ist das schon hier? Folg uns. Na klar. Sitzt komisch. Trete ein. Ui. Gehst du ab? Ist schon abgeschlossen jetzt. Warte. Okay. So. Dann geht mal zu Amon. Oh, Amon. Hier. Hier. Amon dich hinbringen. Okay. Hier du bleiben. Okay. Ich bleib. Amon. Wegrennen. Amon wird dich zerquetschen. Oh. Darf ich einen rauchen? Nicht wegrennen. Aber rauchen. Rauchen, Amon. Oh, immerhin. Du wegrennen, Amon zerquetschen. Verstanden. Da drüben schlafen. Ja, ja. Oh. Wo schläfst du, Amon? Auch, Amon. Holen Freunde. Ei. Gehen. Amon wird. Ja. Du wegrennen. Nein. Amon dich zermatschen. Nein, nicht wegrennen. Alles gut. Amon. Ach. Das sind AKs. Hier bleiben, wegrennen, Amon wird kleinen Mann zerquetschen. Verstanden? Ja. Hier bleiben bei den ganzen Amon-Seelen zerquetschen. Ach, du auch hier. Mahlzeit. Na, was war das? Mein Gott. Amon. Das ist krank. Das ist richtig kranke Scheiße. Hast du Angst? War sowas von. Die haben mir hinterhergeballert. Wie geht's dir? Nicht so gut. Oh. Gaia sieht alles und Gaia weiß alles. Auch über die Pläne unserer neuen Brüder und Schwestern wusste sie Bescheid. Diese dachten doch tatsächlich, etwas vor ihr verheimlichen zu können. Diese Töricht musste bestraft werden. Amon Sauer! Amon Sauer! Was haben wir gemacht? Amon! Uranus! 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 Blaue Jacke! Du hast Waffe, Uranus hat gesagt. Ich hab ne Waffe. Uranus hat gesagt. An die Säule! Oh Junge. Wo ist Waffe? Aber wird dir wegnehmen. Mann, jetzt gib ihm schon deine Waffe, Mann.
Du Amon verarschen. Amon sauer. Amon wird euch bestrafen. Oh, wo, wo. Ich hab damit nichts zu tun. Amon. Amon. Amon sauer! Ach du Scheiße. Amon. Amon, dich zermatschen. Du noch einmal lügen. Amon. Wer kommt denn da? Ach du Scheiße, du ahnst es nicht. Ja. Bereich nicht verlassen. Als Amon wird euch zerquetschen. Ist das jetzt, ist aus dem Anwalt Lake, ist das jetzt MC Lake geworden oder was ist mit ihm? Ich ahne, Schrocknisses. Nicht verärgern, Amon. Du Schande, Gott, bitte steh mir bei. Ach du Scheiße. Ist gut bei euch? Ihm nicht so. Doktor, Sie müssen mal über seinen Rücken schauen. Er hat mit dem Baseballschläger eins von hinten abbekommen. Über seinen Rücken. Gott verdammt. Aber wie seid ihr eigentlich hier runtergekommen, Ivanov? Mein Taxi hat sich verfahren. Ich bin plötzlich hier gelandet. Was ist das für eine Frage? Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht anders als hier. Wir wurden im Endeffekt... diese Hope hat uns aufgesucht und hat gesagt, dass Shay verletzt ist. Dadurch, dass Shay mir vor 2 Tagen das Leben gerettet hat, habe ich ihr vertraut und wir sind eingestiegen und mit ihr her. Also sind wir doch unterschiedlich hier unten gelandet. Die kranken Schweine haben mich verfolgt. Dann hat mein Motor den Geist aufgegeben, ich bin zu Fuß weggelaufen, die haben mir hinterhergeschossen. Die haben mir hinterhergeschossen? Ich war am Kunterbund und ich wollte zum DOJ fahren. Ich war draußen bei mir zu Hause am Stehen und wurde von Clowns eingepackt. Von Clowns? Ja. Ich auch, die Clowns. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich mach meine Mütze und meine Brille nochmal wieder auf. Bereich nicht verlassen. Ist das... Ich weiß es Bereich nicht. Bereich nicht verlassen. Amon, dich zerquetschen. Okay, der Mann macht mir Angst. Wie gesagt, jetzt der hat keine Skrupel. Der hat Bereich. Wolltest du abhauen? Nein, ich hatte einen Baseballschläger dabei. Ich hab ihn versteckt. Amon. Wie bist du hierher gekommen? Die haben mich angehalten und mir 2 Sturmgewehre in die Fresse gehalten. Also auch Clowns, ja? Ja, ja. Das macht doch voll keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Wir haben sich doch... Hä? Ja, es ist die Frage, ob die Clowns nicht damit dazugehören. Das ist wirklich gerade die Frage. Aber warum hat Shady denn umgebracht, um... Shay hat wen umgebracht? Ich wurde vor 2 Tagen von 3 Clowns entführt. Na gut. Euch noch einen schönen Abend. Junge, hey, wobei. Um 9 wollt ihr kommen, oder wie war das jetzt? Ja. Ja. Wo ist denn Lexi? Kacken. Ach. Kostet einen Vorhandschläger und so ein Kratsch. Ach, will er von dir auch? Oh, Scheiße, das sind Clowns mit Knarren. Was? Ja, was? Oh, Scheiße. Vielleicht haben die sich gegen die gestellt, keine Ahnung. Und die wollten mit mir ein Spiel spielen. Und meinten, das wird ganz lustig und am Ende werde ich sterben. Aber das mit dem Spiel spielen haben sie eben auch gesagt. Ja. Und dann war das so, dass sie mich mit in die Kanalisation untergebracht haben. Und dann ist der eine von denen losgefahren, um noch was zu holen. Und die anderen beiden haben solche Scheinwerfer aufgestellt und haben mir einen Stuhl hingestellt, wo ich mich hinsetzen sollte. Und meinten zu mir, ich soll Witze erzählen.
Aber Hope meinte doch eben, das sind verlorene Seelen. Ja. Hope meinte gerade, dass die Clowns verlorene Seelen sind. Auf jeden Fall habe ich den Witz erzählt, den fanden sie anscheinend nicht so lustig. Und dann meinte der eine von den Clowns, halt zeig mir mal, was lustig ist, und hat sich die Waffe an den Kopf gehalten und hat sich selbst erschossen. Was? Der zweite Clown seine Langwaffe rausgeholt und hat schon ein bisschen wild auf ihn rein eingeschossen und hat dabei echt ganz komisch gelacht. Und dann kam Shay um die Ecke und hat den Clown mit der Langwaffe niedergestreckt. Meinte zu mir, ich soll schnell abhauen, ich soll auf die Seite, die sind böse, und hat sie angezündet. Und ja, ich habe eigentlich gedacht, dass er mir da das Leben gerettet hat, und ich weiß nicht, was jetzt hier das ist. Wenn es zwei verschiedene Clownsarten gibt, einmal gute und einmal schlechte? Der große Tag, unser Tag, war gekommen und die Stadt geriet ins Chaos, als wir immer mehr Seelen in unsere heiligen Hallen holten. Wir wussten, dass sie alle unsere Hilfe brauchten, aber auch, dass nicht alle dieser Hilfe würdig waren. Natürlich erregte das einiges an Aufsehen, und schon bald versuchten andere Ungläubige zu uns vorzudringen, aber noch hatten wir Zeit, sie alle zu retten. Flossen hoch, alle die Hände hoch, oder ihr sterbt, ihr sterbt, ihr sterbt, ihr sterbt, ihr sterbt, Hände hoch. Ja, ruhig, ruhig. Irgendwas. Ruhig, wir lassen es jetzt gut sein. Die zwei Frauen in der Mitte, mitkommen. Ja, wir kommen mit. Und die Herren, schön stehen bleiben, schön die Hände. Die Arme schön nach oben. Auch mitkommen, los, mitkommen. Bringen sie raus. So, ihr legt euch jetzt hin. Hinlegen. Ja, beruhige dich. Ja, beruhigen Sie sich. Nehmen Sie die Waffen runter. Ja, schön. So, und jetzt zählt ihr bis 30 laut. Eins. Vielleicht auch mal den Ammunition, der da ist, noch. Ich höre euch nicht. Und vielleicht auch den Liquid Store oben einmal abfahren und gucken, ob die da vielleicht drin sind. Einsatzleitung, wir haben eine Notfall. Kollege entführt! Clowns an PD! Was ist los? Alle Einheiten zum BD! Haben wir genaue Infos, wer was wir? Es wurde die. Clowns mit abgesägter AK am PD. Stopp! Folgendes: Eine Kollegin entführt, eine Praktikantin entführt. Und sind gerade täterflüchtig, vollautomatische Waffen mit Clownsmasken wieder mal. Ach du Scheiße. Ramon. Das ist Katie. Bereich. Ist Katie. Nicht. Erlassen. Wo ist das jetzt noch wunderlich? Moment mal. Kleiner Mann. Mann. Wir brauchen wirklich dringend einen Arzt. Sie ist wirklich, die blutet so doll. Kleiner Mann. Ja, mein. Wer wurde erwischt? Meinen Sie mich? Oder? Ja. Kleiner Mann. Wo wurdest du erwischt? An der Schulter. An der Schulter links. Ramon wird rechts. Sauer. Okay. Mhm. Ich mache jetzt mal ein bisschen hoch. Das T-Shirt umgewickelt. Kleiner Mann. Hat stark geblutet? Du musst den Arm noch Ärger machen. Ja, es geht. Es kribbelt. Andere. Kribbelt, okay. Sterben. Oh. Du. Oh, gib mir Amon. Ein Parfüm. Ja. Bestanden. Bitteschön. Habe ich verstanden. Du Ärger. So. Andere. Ein bisschen weh, Achtung. Sterben. Amon. Wow.
Noch mehr? Ah, an Wand. Wow, 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 wow. Amon. Ist das Avery, Mai? Amon. Umdrehen. Da kommen ja noch viel mehr. Geht's dir gut, Schatz? Schatz, wie ist es mit der Luft? Du, Amon, komm. Hi. Ich bin Nico. Ja. Nico. Umdrehen. Hallo. Du dabei. Hallo, meine Freunde. Herzlich willkommen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben meine Freunde und ich schon einige Rituale veranstaltet für unser aller Mutter Gaia. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Wir haben Leute geheilt und die, die nicht mehr zu retten waren, haben wir Gaia geopfert. Aber heute, meine Freunde, heute wird es anders sein. Heute seid ihr alle Teil von uns. Und ihr alle werdet ab jetzt Gaia dienen. Nikolai, mein Freund, komm doch zu mir, du gehörst zur Familie. Maya. Ja, bleib da einfach, das ist gut. Die Familie gehört zusammen. Hm. Aber macht euch keine Sorgen. Wenn ihr glaubt an Gaia, werdet ihr sehen den Morgen. Doch solltet ihr böse werden, so werdet ihr heute Abend sterben. Gaia ist unser aller Mutter. Wenn ihr ihr nicht gehorcht, dann werdet ihr zu Futter. Macht euch keine Sorgen. Ihr werdet alle geheilt werden. Aber zuerst, damit ihr überhaupt wisst, was all das bedeutet, werden wir euch ein wenig was zeigen. Das sollte Großes sehen, Bruder. Ich bin gespannt. Ihr habt mir leichten Schreck eingejagt. Das musste sein, das musst du verstehen. Aber du gehörst zu uns und ja, du wirst gleich erkennen, warum das so ist. Aber du weißt, du musst ja keine Angst haben. Wir haben dich ja auch zu zweit abgeholt. Ich weiß. Seh dich gut um, Nikolai. Nicht jeder wird das hier überleben, weil er zu schwach ist. Und scheitern wird. Auch das ist mir bewusst. Die Tüten auf den Köpfen. Mhm. Was hat es damit auf sich? Das wirst du gleich sehen. Okay. Und im Gegensatz zu den anderen wirst du sogar sehen. Da fühlt man sich ziemlich hilflos, oder? Wenn man plötzlich im Dunkeln steht. Wenn die Welt um einen herum verschwimmt und sich der eigenen Kontrolle entzieht. Wenn man nicht weiß, wohin der nächste Schritt führt. Vielleicht in den sicheren Tod. Einen Abgrund hinab. Im mildesten Fall vielleicht einfach dorthin zurück, wo man schon herkam, sodass man keinerlei Fortschritt mehr erzielt. Jeder von euch geht jetzt einen Schritt nach vorn. Ein ziemlich schlechtes Gefühl. Nicht zu wissen, wo man steht oder hintritt. Dieses Gefühl hatte ich einst.
Ich war eine verlorene Seele auf dem Weg in die Dunkelheit und in den Abgrund. Und als es fast schon zu spät war, da tat sich ein Licht auf. Und sie hat mich gefunden. So wie sie euch alle hier gefunden hat und zusammengebracht hat. Manchmal im Leben, da wird man vor schwierige Entscheidungen gestellt. Entscheidungen, bei denen man nicht unbedingt klar sehen kann. Und wenn man vor solchen Entscheidungen steht, dann muss man einfach vertrauen. Ich habe einst vertraut, ich habe auf Hope vertraut und Hope hat mir den Weg zu Gaia gezeigt. Ich habe mein Augenlicht verloren und keiner konnte mir helfen. Ein Professor, ein Doktor, eine Wissenschaft. Aber ich habe vertraut. Und dafür wurde ich belohnt. Gegen alle Ratschläge, das nicht zu tun, gegen alle Vernunft, bin ich Hope gefolgt und habe Gaia etwas versprochen. War bereit, etwas zu geben. War bereit, etwas zu opfern. Die Frage, die sich stellt, ist: Wer von euch ist bereit zu vertrauen? Wer von euch ist bereit, gegen jegliche Vernunft eine Entscheidung zu treffen, die sein Leben retten wird? Denn manchmal müssen Opfer gebracht. Es tut mir leid. Opfer sind nicht immer vermeidbar. Manchmal muss man sie willig geben, um selbst zu überleben und anderen noch helfen zu können. Es wird sich zeigen, wer von euch fähig ist, wer bereit ist, wer sich Gaia als würdig erweisen kann. Wer das schafft, der wird in ein neues Leben eintreten und endlich wieder das wahre Licht sehen. Katie. Was ist das hier? Ja. Das wirst du noch früh genug erfahren. Das, was... Tante! Der Bruder eben gesagt hat. Das, was der Bruder eben gesagt hat. Wir waren fleißig! Ist der einzig wahre Weg. Wir haben ganz viele Leute wie die vom Laboratorium. Ja! Also, und dann gut sind zu. Wir alle durch die und die wussten und nicht, wer wir zu. Sind. Damit auch du zu Gaia findest. Oh. Und dich als würdig erweist. Hallo! Da ist Gaia, Bro. Oh, das ist toll! Das wirst du erkennen, wenn ja, der Zeitpunkt bitte, gekommen bitte, ist. Ja, bitte, bitte, bitte! Okay, scheiße, Mann, Schabo, ich brauche deine Hilfe. Okay, die Universum. Okay. Guck mal, da ist sie. Die blutet ganz doll. Oh, wow! Wollt ihr die mitnehmen? Blut. Oh ja! Lass uns sie mitnehmen, bitte! Carlos ist satt, ihr könnt die mitnehmen. Hallo? Ja! Ja? Willst du auch bluten?
Hast du gesehen, wie er Angst hatte? Aber ihr wollt ja nur spielen, das wissen die ja nicht. Oh Gott, aber dann nehmen wir zumindest den. Hallo. Nee, nehmt mal die Frau nur mit. Die brauche ich noch. Okay. Willst du einen Witz hören? Aber wenn wir mehr holen können, sagst du Bescheid. Ja, wir werden bestimmt noch ein paar holen können. Ja! Okay. Pass auf, wie heißt ein Sicherheitsmann, der in einer Pastafabrik arbeitet? Keine Ahnung. Du hast ihn versaut. Ich gehe hier mit Alois Witz erzählen. Wir können gleich los, Moment. Kannst du noch was davon naschen erst? Darf ich? Ja. Oh, super. Ich schneide mir ein Stück raus. Okay. Ja, aber ein großes Stück, damit du nicht gleich wieder Hunger hast. Ja, darf ich? Ja, aber das Herz lässt du noch übrig, ja? Okay. Willst du auch ein Stück? Nein, ich hab vorhin schon von der Tante geleckt. Achso, du kriegst das. Ich nehm das Herz. Okay. Oh, das ist doch warm. Da kann ich hinschauen. Und voller Blut, guck mal. Weißt du warum? Ja, ich esse das gleich. Weil ich dann immer an mein Herz denken muss und es schlägt ganz doll. Und ich nehme mir ein Stück aus dem Bauch. Ja, das ist so schön. Das ist besonders lecker. Aber wie gute Jungs müsst ihr die Reste auch mitnehmen. Ja, die nehmen wir gleich mit. Du weißt ja, sonst scheint die Sonne nicht. Ja, das stimmt. Ihr müsst immer aufessen, sagt die Tante. Ja, wir essen immer auf. Ja, sonst scheint die Sonne nie. Gut, dann lass sie uns mitnehmen. Ja, dann viel Spaß. Ich rufe euch, wenn ihr wieder was holen könnt zum Knabbern. Ja. Wir kommen gleich nochmal vorbei und schauen zu. Ja. Alles klar. Tschüss. Komm, wir gehen wieder. Okay. Ich glaube, ihr Nikolai will was von dir. Ja. Nun. Da du ja das Ganze jetzt sozusagen publik gemacht hast, dass ich zur Familie gehöre. Ja. Wie soll ich mich verhalten? Also, was ist jetzt so meine Aufgabe? Deine Aufgabe ist, dass du einfach auf die aufpasst, ja? Ich kann auf sie aufpassen, das ist kein Problem. Ja, pass einfach auf. Die können ruhig sich ein bisschen hier bewegen, das ist okay. Wir kommen gleich wieder, wir müssen bloß was vorbereiten. Natürlich. Ich, Sag denen ruhig, dass die sich hier ein bisschen hinsetzen können oder sowas. Das ist kein Problem. Oder die können auch einfach ein bisschen miteinander reden. Aber guck einfach, dass keiner was Doofes macht. Alles klar. Sonst melde ich das. Okay. Bis gleich. Darf ich mit ihnen sprechen? Bis gleich. Witzig, ich hab's gerade nicht verstanden. Nikolai, sprich du mit ihr. Wir kommen gleich wieder. Ja. Was muss ich tun, damit die Leute hier gehen können? Zuhören und genau hinsehen und den Anweisungen Folge leisten. Es kann nicht sein, dass ihr hier Menschen tötet. Die Frau hat einem doch nichts getan und dann wird sie noch aufgefressen. Gaia hat sie zu sich geholt. Kein Gott der Welt würde sowas zulassen. Kein Gott der Welt würde das okay finden. Sie müssen anfangen, die Wahrheit zu erkennen. Lassen Sie die einzige es auf sich Wahrheit hören. Ist, dass man Menschen nicht tötet. Das mag im Moment noch Ihre Wahrheit sein. Aber alles passiert zu einem Zweck, gute Frau. Hör zu. Ich tue nur so, als würde ich da mitmachen, okay? Ich habe keinen Plan, wie ich diesen ganzen Leuten hier verklickern soll. Dass es nicht so ist, verstehst du das? Die haben mich da einfach mit reingezogen, das war nie. Ich gehöre da nicht dazu, ich bin deren scheiß Anwalt.
Ich hab so ein scheiß Ritual mit Hope gemacht, Mann. Jetzt bin ich einer von denen? Das habe ich mir nie ausgesucht. Ich gehöre zu Antonio. Bro, keine Ahnung, was für Sachen du machst, aber... Ich gucke, dass das, wir hier leben, was du sagst. Du und ich. Und ich weiß nicht, wer dir hier noch am Herzen liegt, aber mir nicht. Ich Bro. Gucke nur, dass wir hier zu leben. Wir zwei, okay? Wir zwei. Ich hol uns hier raus, okay? Irgendwie, okay. Ich versuch's. Ich trau dir, Bro. Hol uns hier raus. Scheiß auf die anderen. Junge. Ich weiß nicht, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, dass ich jetzt der Sekte angehöre, Mann. Die haben gerade Katie getötet. Nur die Stärksten können in die Familie und wir werden das jetzt testen. Die ersten fünf. Du siehst stark aus. Du bist der Erste. Du siehst auch stark aus. Du bist der Zweite. Geht bitte in die Mitte. Eins und zwei. Die Frau sieht auch stark aus. Die ist Nummer 3. Und der sieht hier auch ganz gut aus. Du bist die 4. Bleibt noch einer übrig. Ein einziger. Du bist Nummer 5. Nummer 1 bis 5 folgt mir dicht mit meiner Familie und der Rest ist etwas weiter hinten. Am besten Malcolm, geh vor. Wenn die Musik startet, dann geht das los und ihr solltet euch besser beeilen. Ich glaube, keiner von euch wird der Letzte sein. Da wäre Gaia sehr, sehr traurig. Eure Aufgabe ist es, so schnell wie möglich bis zum Ende zu laufen und wieder zurück. Ich hoffe, ihr betrügt nicht, weil das mögen wir nicht und das geht nicht gut aus. Sobald die Musik ertönt, einmal nach hinten und wieder zurück. Der Letzte, den werden sehr starke Schmerzen widerfahren. Laufen. So schnell es geht, laufen. Mit dem Gerät. Ich glaube, die 1 war als letztes da. Ich glaube, ich kann es gleich. Ich glaube auch. Der Rest kommt bitte rüber. Was? Nur die 1 bleibt stehen. Und darf ich das machen, Shay, oder willst du? Nee, du kannst das gerne tun. Er ist der Schwächste hier und muss bestraft werden. Dann geh mal noch ein paar Schritte nach hinten auf die Bahn. Das wird schön für mich. Stehst du auf Schmerzen? Nein. Seht euch das an, was passiert, wenn ihr zu schwach seid. Weiß nicht, er will nicht mit mir reden. Dann nicht.
Das wird jetzt ein bitte bisschen nicht, wehtun. Aber ich kriege einen Wichser. Das hat Spaß gemacht. Ich will nochmal, Faye. Nein, mein Sohn. Okay. Nicht. Dann das nicht. Hat gereicht. Er wurde von Gaia bestraft. Darf ich zu ihm, ohne dass sie auf mich schießt? Warte noch ein wenig. Ein kleines wenig. Krank. Jerry, erzähl ihnen doch noch mal, was passiert, wenn die in einen verbotenen Raum gehen. Ja, also diese Türen zu dem gelben Raum, die sind alle offen. Wenn ihr da reingeht, also dann müssen wir euch opfern und wir opfern wirklich gerne, Leute. Mir macht das Spaß. Also wenn irgendeiner von euch da nur wagt reinzugehen, sehen wir das über die Kameras. Und dann müssen wir euch leider opfern, also wagt es nicht, da reinzugehen. Habt ihr das verstanden? Ja. Ja. Darf ich jetzt einmal zu ihm? Du darfst jetzt zu ihm. Meine Freunde, ich werde euch nun ein bisschen um Geduld bitten. Wir haben es versucht, euch möglichst gemütlich hier zu machen. Da hinten habt ihr Betten. Sie sind sehr schön und sehr weich. Ihr alle findet Platz. Und daneben in dieser Kiste haben wir was für euch gekocht. Das ist Lasagne aus Regenwürmern. Wenn ihr Hunger habt, könnt ihr euch bedienen. Und keine Sorge, Amon durfte schon probieren. Der fand das voll lecker. Oder, Amon? Amon, weiß ich jetzt nicht. Fandest du es lecker, Amon? Kürbis. Ja, für dich habe ich Kürbis rangemacht. Und naja, da ist Kürbis und Regenwürmer dran. Das mag ich immer besonders gern. Deswegen habe ich gedacht, das könnte euch auch schmecken. Schlaf gut, meine Freunde. Wir werden bald wieder bei euch sein. Der Tag neigte sich dem Ende und draußen rannten sie noch immer gegen unsere Tore an. Noch gelang es ihnen nicht, zu uns vorzudringen, aber die Zeit wurde knapp. Trotzdem, es galt noch einige Prüfungen zu absolvieren. Samu, hast du nicht auch erkannt, dass dir Gaia geholfen hat die letzten Tage? Dort, wo du unten in diesen Schächten warst, kurz vor dem Tod? Du hattest mir geholfen. Ich war die Ausführung der Kraft, aber in Wahrheit hat dir Gaia geholfen. Ich habe da auch sehr lange gebraucht, das zu erkennen. Ich habe eigentlich eher am Haupt geglaubt, aber nicht an Gaia. Aber in letzter Zeit ist mir einiges klar geworden, dass ich zwar an Hope glaube, aber Gaia trotzdem existiert. Ich habe dich gefunden, weil es dort sehr laut war und ich glaube, das war eine Weisung Gaias, weil ich mich dort versteckt hatte. Sie haben mich gesucht, weil ich 6 böse Clowns getötet habe. Den ersten habe ich 7-mal in den Kopf geschossen und 17-mal in den Körper und anschließend verbrannt. Den zweiten habe ich erstochen und zerschnitten. Den dritten habe ich erschossen und in einen See geworfen. Und den vierten und fünften, naja, die habe ich wieder erschossen und verbrannt. Obwohl, den sechsten könnte man nicht dazu zählen. Der hat sich selber in den Kopf geschossen. Ja, das fand er sehr lustig. Ja, sie finden so einiges lustig. Aber es gibt auch gute Clowns, die helfen Gaia. Aber die Bösen, die Abtrünnigen. Naja. Folgt mir weiter, meine Brüder und Schwestern. Oh. Auf weiter. Wie?
Lauf weiter. Ja. In die Mitte. Lauf. Hallo. So viele Spielkameraden. Bleib stehen, mein Freund. Oh, du bist deine das. Deine Tante ist da. Oh, die Tante mit der dunklen Seele. Hallo. Wir spielen jetzt ein Spiel. Oh ja. Wir werden ihm erzählen, was mit mir passiert ist, mein Freund. Oh ja, ja. So gut. Meine Freunde, ihr kennt einen von ihnen, beziehungsweise diese Leute hier bestimmt. Andere Leute nennen sie die Clowns. Oh ja. Bist du wirklich ein Clown? Ich bin ein lustiger Geselle und mag lustige Spielchen. Und ich hole die Leute. Ich hole sie. Wir holen sie. Ist schon in Ordnung, mein Freund. Diese Clowns, wie ihr sie nennt, sie sind verlorene Seelen. Sie haben nach Heilung gesucht. Wir sind alle verloren. Und du auch. Du bist auch verloren. Das weiß ich jetzt. Nein, ich bin nicht verloren. Aber du bist es. Ja, wir alle sind verloren. Sie haben Heilung bei mir gesucht. Sie waren welche der Ersten, die Heilung bei mir gesucht haben. Aber es war zu spät. Du musst doch nicht weinen, Tante. Du musst nicht weinen. Es gibt für keinen Heilung. Für keinen. Wir werden alle brennen. Oh ja, wir werden alle brennen. Oh, es ist gut so. Es ist gut. Gut ist was. Aber ihr... Ich habe inzwischen verstanden, es gibt Seelen, die muss sich Gaia holen, die müssen wir opfern. Aber damals habe ich das noch nicht gewusst. Ich dachte, sie sind es wert zu überleben. Niemand ist es wert. Niemand ist es wert. Opfern, opfern. Alle müssen geopfert werden. Wir opfern uns alle für die Sache. Naja. Aber heute werden wir es nochmal versuchen. Gaia, ein letztes Mal die Chance geben, dich zu retten, mein Freund. Okay, ich erlaube dir ein letztes Spiel. Oh, ein Spiel, ich mag Spiele. Was spielen wir? Tante, was spielen wir? Oh mein Gott, der Clown ist nicht nur ein Clown, sondern es ist auch Alistair. Ich hör's gerade raus. Und, aber die müssen lustig. Er spielt zwei Rollen. Geil. Die müssen mich zum Lachen bringen. Wenn sie dich nicht zum Lachen bringen, dann. Naja. Such dir wen aus. Wer ist hier lustig? Wer sieht lustig aus? Du siehst lustig aus. Du siehst sehr lustig aus. Komm, erzähl einen Witz. Bring mich zum Lachen. Weiß ich jetzt nicht. Mach schon. Der muss lustig sein. Bring mich zum Lachen. Was kann schwimmen und fängt mit Z an? Was kann schwimmen und fängt mit Z an? Ich weiß es nicht. Was kann schwimmen und fängt mit Z an? Zwei Enten. Zwei Enten? Such dir noch zwei aus. Mein Freund, das war großartig. Und die Latte hängt hoch. Das war ein guter Start. Du siehst auch lustig aus. Erzähl du auch einen Witz.
ruft der eine Informatiker den anderen an, fragt, wie ist das Wetter? Antwortet er mit Caps Lock. Sagt er, hä, wie? Sagt er, ja, Shift überall. Ja, ach, wegen... jetzt verstehe ich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber der musste mal ein bisschen sinken. Den muss man verstehen. Aber der ist nicht schlecht. Du hast Verstand. Komm, wir halten mal kurz her. Ja. Einer von euch stellt sich drüben zu Jerry und einer zu Amon direkt daneben. Ja. Du, du erzählst den letzten Witz und der muss jetzt wirklich ein Knaller sein. Wo steht Jerry? Ich bin nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin, Mann. Wenn komm schon, bring mich zum Lachen. Mein bester Freund ist echt sauer auf mich, ne? Weißt du warum? Ach, warum ist dein bester Freund sauer auf dich? Ich habe an der Unterwäsche von seiner Schwester gerochen. Oh, moin. Ich weiß jetzt nicht, ob er sauer ist, weil sie noch anhatte oder weil die Eltern dabei waren. War auf jeden Fall eine komische Beerdigung. Das war überhaupt nicht lustig. Amon, brich ihn den Arm. Das war überhaupt nicht lustig. Amon. Oh Mann, Tante, das war überhaupt nicht lustig. Ja, er wird bestraft. Oh, das ist lustig. Das ist lustig. Das war lustig. Das war lustig. Guter Schlag, Amon. Guter Schlag. Das war lustig. Amon. Machen wir jetzt noch mehr lustige Sachen? Ja, jetzt machen wir noch mehr lustige Sachen. Und die Dunkelheit hat so viele lustige Sachen zu bieten, Tante. Die Dunkelheit. In der Dunkelheit hat man am meisten Spaß, Tante. In der Dunkelheit. In der Dunkelheit. Tanz mit mir, meine Freunde. In der Dunkelheit. Tanz, 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 tanz. Ihr alle tanzt. Jetzt. In der Dunkelheit. Ja, die Dunkelheit. Zwischen Feuer und Blut. Und hier spaßige Sachen mit Feuer und Blut. Man will Spaß haben. Oh, Gaia. Tante. Gaia, gib mir die Kraft. Zerstöre seine Dunkelheit. Oh, deine Macht ist stark. Oh, mein Gott. Spaß, 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 Spaß. Digga, was mache ich hier? Gaia. Wir könnten diese Gaia. Gaia, nimm diese Seele. Gaia, du musst ihn heilen. Das ist seine letzte Chance. Blut trinken. Blut. Blut und Feuer. Feuer, die Dunkelheit. Oh, meine Freunde, spricht mir nach. Oh, Gaia. Oh, Gaia. Oh, ja, Gaia. Oh, Gaia. Nimm diese Seele. Nimm diese Seele und trag mich fort. Trag mich fort in die Unendlichkeit. In die Unendlichkeit. Zwischen Blut und Feuer. Zwischen Blut und Feuer. Sollen wir alle sterben? Weil wir alle sterben. Nein, 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 nein. Heile ihn. 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 Nein. Nein.
Nein. Oh, da ist sie. Nein. Nein, hört auf zu tanzen. Nein, hört auf. Nein. Nein. Das ist die Melodie, Tante. Nein, nein. Tante. Nein. Nein! Die Dunkelheit! Die Dunkelheit! Die Dunkelheit! Die Dunkelheit! Er ist gestorben! Er ist gestorben, Shay! Du hast ihn getötet! Er war böse! Der Clown ist tot, der Clown ist tot, der Clown ist tot, der Clown ist tot. Wir alle werden sterben, wir alle werden sterben. Wir alle, oh ja. Und so waret er kein Clown mehr, so werde ich nun ein Clown sein. Wormschool in. Ein Clown sein. Ein Clown, ein Clown. Crawl in the worms, crawl out. The worms crawl in, the worms crawl out. Ever ein Clown. Und nun bin ich ein Clown. Tote, Tote, Tote. Tote, tote Menschen, ja. Hey, das hast du gut gemacht. Du hast mich befreit. Er hat mich befreit. Uranus, ist das was Gutes? Ein Clown, ein Clown. Gott, das darfst du nicht. Ich bin jetzt ein Clown, Shay. Oh nein. Das ist so lustig, sind sie mal einfach spielen. Spielen, 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 spielen. Du darfst nicht spielen. Ich werde spielen. Nein, Haupt, tu's nicht. Oh. Shay, was denkst du, soll ich ihn von mir erzählen? Erzähl ihn von dir, aber wird kein Clown. Ich bin ein Clown, ich bin ein Clown. Oh. The worms crawl in, the worms crawl out. Ich habe eine Idee, wir spielen einfach auch ein Spiel. Hope, hör mich zu. Hör mich zu, Hope. Du bist kein Clown. Das bist du nicht. Du bist auf mich zugekommen, so wie auf diese vielen anderen Leute, um ihnen zu zeigen, was Gaia kann bringen. Aber du, gerade du bist keine Clowner. Aber ich will spielen. Ich will ein Spiel spielen jetzt. Oh, wir spielen ein Spiel. Wir spielen nach, was passiert ist. Du. Du hier vor mir, dich brauche ich, komm her. Kürbis. Ich? Kürbis? Ja, komm zu mir. Okay. Du spielst meine Schwester. Okay. Nikolai, komm her. Ja. Nikolai, du... Oh ja, du bist der Mörder meiner Schwester. Was? Okay. Avery? Okay.
Avery? Avery? Einer hat es nicht ausgehalten. Oh. Einer hat es nicht ausgehalten. Das Spiel, das Spiel, das Spiel, das Spiel, das Spiel. Alles gut. Okay. Ramon. Ramon. Ramon, helf mir die. Stellt euch wieder in den Kreis, ihr habt mich ganz abgelenkt von meinem Spiel. Nimm diesen bösen Clown hier weg. Komm, Ramon, hilf mir. Oh, wer ist der nächste Spieler? Wer ist der nächste Spieler? Hm, du bist meine Schwester. Oh, Floris, komm wieder her. Komm, komm näher, komm näher. Du spielst jetzt Ellie. Ich und bin Ellie. Ja, ja, ja. Und einen brauche ich noch. Du kommst mit. Du bist meine Mama. Okay. Okay, ihr macht jetzt einfach alles, was ich sage und spielt das sozusagen nach, wie so ein Theaterstück, okay? Ja. Okay. Und ich spiele natürlich mich. Okay, okay. Ich war sehr klein, hatte sehr kurze Beine. Meine Mutter konnte mich nicht lieben. Das bist du, das bist du. Mach, schubst mich weg. Ja, genau. Und du musst auch meine Schwester schubsen. Die hast du auch weggeschubst. Meine Schwester war älter als ich. Als unsere Mama uns bekommen hat. Aber meine Schwester, sie war nicht so wie ich. Meine Schwester war ein ganz normales Kind. Aber als ich kam, nur wenige Jahre später, ich war von Anfang an anders. Schon als Kind hat sie mich kaum zur Ruhe bekommen. Du, so als würdest du ein Baby halten. Ja, genau so. Ja, genau. Aber das Baby hat ständig geschrien, das mochtest du nicht. Deswegen hast du es fallen lassen. Lass es fallen, jetzt lass es jetzt fallen. Ja, genau. Immer wieder, immer wieder. Und dann, naja, irgendwann ist es passiert. Du hast es nicht mehr geschafft. Du hast versucht, das zu ertränken. Der Alkohol wurde zu deinem größten Wohl. Du hast uns nicht mehr gemocht. Aber abgebrannt ist immer nur der Docht. Du hast uns geschlagen, als würden dich deine Seelen plagen. Unser Vater war schon lange verschwunden und das heilte niemals deine Wunden. So schicktest du uns weg. In die Wüste, ganz allein. Du kannst jetzt zurücktreten, Mutter. Komm, Schwester, wir gehen eine kleine Runde, als wären wir in der Wüste. So irrten wir durch die Wüste, ganz allein. Uns war nicht so fein. Wir essen und tranken, was wir fanden. Und am Abend hofften wir, dass wir immer noch standen. In der Kälte wir schliefen, bis uns manche Stimmen riefen. Er fand uns in der weiten Wüste. Schön. Er nahm uns auf. Red weiter. Ich habe euch beide gefunden. Ihr seid allein durch die Wüste umhergestriffen. Und ich habe euch Obdach gegeben bei mir. Richtig. Genauso ist es passiert. Er hat
hat uns aufgenommen wie seine eigenen Kinder. Seine Frau war damals auch noch da. Er hat uns alles gegeben. Aber ich war immer noch anders. El hat das verstanden. Trotzdem hat er uns beschützt. Aber andere Leute nicht. Andere Leute haben uns geschlagen. Sie haben mich geschlagen. Nikolai, das machst du jetzt einmal. Schlag mich. Richtig. Schlag mich. Genau so. Aber meine Schwester Faith hat sich dazwischen gestellt. Eddie dazwischen. Und jetzt schlag Faith, Nikolai. Ja. Und Faith hat mich immer beschützt. Sie hat mich immer beschützt. Bis zu einem Tag, da war sie plötzlich weg. Sie wurde getötet. Nein, so weit sind wir noch nicht. Steh auf. Du musst noch kurz warten. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber eines Tages... Sie war verschwunden. Ich dachte, ich würde sie nie wiedersehen. Meine Wiederkehr ganz von abzusehen. Doch gefunden habe ich sie wieder. Stell dich wieder vor Nikolai. Und jetzt musst du meine Schwester töten. Was? Ah. Nein, 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 so nicht. Steh wieder auf. Das ist nicht richtig. Wie wurde sie getötet? Ihr wurde die Kehle aufgeschlitzt. Ach, oh, so scheiße. Oh mein Gott, ich bin voller Blut. Ja, aber wir sind noch gar nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Ihr wurde die Kehle aufgeschlitzt und ihr Kopf abgeschnitten. Wo der Rest ist, weiß ich nicht, aber naja. Ihren Kopf habe ich wiedergefunden. Aber nun dann war meine Schwester weg. Und El, seine Frau und ich waren alleine. Na, ich muss mich übergeben. El hat mich immer mit auf die Arbeit genommen. Er wollte mir helfen, damit ich ein normales Leben führen kann. Aber dann wurde El blind. Und den Rest der Geschichte kennt ihr. Die hat El euch gestern schon erzählt. Noch ein Spiel. El und ich waren dann allein. El und ich waren allein. El und ich waren allein. Ihr könnt alle zurücktreten. Spielen, spielen. Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, ich nehme noch mal einen Happen. Ich mag das Herz immer am liebsten. Das Herz, das Herz. Ich ramme meine Finger in seine Brust. Ein Spiel, ein Clown. Sein Herz, oh, sein Mein. Ich werde es essen. Und ich werde es essen. Ich werde es verspeisen. Mit Hauptgeier muss dir helfen. Spielen, essen. Ja. Gaia kann mich nicht mehr heilen. Ich hab sein Herz gegessen. Sein Herz. Sein Herz. Sein Herz. Oh, ey, bring mich nicht weg. Oh, Shay. Ey. Alles dieselben. Kommt alle mit.
meine Freunde. Meine Freunde, das, was ihr hier seht, ihr fragt euch, was dies ist. Es ist Gaia. All dies ist Gaia. Unser aller Mutter. So gab sie uns immer wieder ihr Futter. El hat sie mir gezeigt. Und so wusste ich, dass er mir meine Bestimmung zeigt. Gaia ist ein Bewusstsein. Holy shit. Er gibt uns alle ein Tun und Sein, eine Bestimmung, mit die wir alle arbeiten müssen, ohne eine Kennung. Sie gibt und sie nimmt. Sie hat uns alle geschaffen. Sie ist bei uns. Sie steuert uns. Sie hilft uns. Und sie führt uns wieder in die Erde. Und schafft neues Leben. Bald werden wir alle Gaia sein. Oder uns von ihr unterjochen lassen. Wir werden ihr alle dienen. Wir werden nicht sterben, wenn wir Gaia dienen. Sie ist die Zukunft für uns alle. Sie hat mich geheilt. Sie hat mir den richtigen Weg gezeigt. Sie wollte nicht, dass diese Leute zu Clowns werden. Sie wollte nicht, dass ich zum Clown werde. Aber einmal in ihrem Leben hat sie einen Fehler gemacht, Jay. Ich bin ein Clown. Ich bin ein Clown. Du bist kein Clown. Er hat mich zu Gaia gebracht. Gaia war immer hier, hat sie mir gezeigt. Gaia wusste alles. Gaia hat mich verstanden. Gaia hat mich nicht geschlagen. Sie hat mich getragen bis an das Ende der Welt. Bis dahin, wo kein Hund mehr bellt. Sie hat es geschafft. Und nun werdet ihr alle Teil von Gaia, von ihrem Bewusstsein werden. Aber vorher? Vorher müssen wir etwas tun. Nikolai, Floris, tretet vor. Ja. Tretet nebeneinander und seht euch an. Hier, direkt vor mir. Nein, kommt mir zu mir. Hier, genau. Guckt euch an. Ja. Meine Kinder, nun kommt es dazu. Jerry, gib ihm das, was ich dir gegeben habe. Okay. Guck mal, einmal für dich. Gracias. Und für dich, Nikolai. Danke. Wir werden jetzt ein Spiel spielen. Ein Spiel. Denn wisst ihr was, ihr zwei? Ich weiß, dass ihr beide Verräter seid. Ich weiß, dass ihr uns beide verraten habt. Ihr habt ein doppeltes Spiel gespielt. Ihr habt diesen Leuten gesagt, dass ihr nicht zu uns gehört, und zu mir habt ihr gesagt, ihr seid die Familie.
Und ich wusste es die ganze Zeit, aber ich habe es einfach machen lassen. Oh, wir haben die ganze Zeit ein Spiel gespielt. Ich wusste die ganze Zeit, dass ihr mich verratet. Und ihr habt gedacht, ich glaube euch. Ich glaube euch. Ihr habt gedacht, ich bin dumm. Und jetzt, ihr zwei, das Spiel. Was jetzt kommt, das nenne ich den Brudermord. Ihr zwei müsst euch jetzt bekämpfen, ihr zwei Verräter. Und wer von euch beiden überlebt, der darf in unserer Familie bleiben, dem sei verziehen. Kämpft. Bist du dir sicher, Hope? Ja, ihr seid Verräter. Kämpft jetzt. Kämpft Verräter. Jetzt. Angela wird dich verraten haben, Hope Wann. Ihr habt ein doppeltes Spiel gespielt, nun kämpft. Ich habe den anderen erzählt von die Theater, die hast du gemacht. Ihr sollt kämpfen! Wir müssen kämpfen. Eine schöne Sturm, Nikolai. Lass sie erschießen, also. Alles klar. Ich bin kein Verräter. Nein! Und komm. Zurück. Nach dem Kampf überließen wir die Verräter Flores und Nikolai ihrem Schicksal. Sie waren nicht mehr von Wert für Gaia. Die anderen tauchten wir in Dunkelheit. In dieser sollten sie entweder Gaias Offenbarung finden oder sterben. Indes wussten wir, dass die von draußen einen Weg hineingefunden hatten. Wir machten uns bereit. Wir würden ihnen ein herzliches Willkommen in unserem Sanktum bereiten. Das kommt immer alles zusammen. Wait. Ja. Dann einmal gleich nicht erschrecken. Ich werde nicht unterzählen, okay? Zu Akiro sein. Oh. Ja, okay. Dann. Auf geht's. Warte, bis alle da sind. Okay, let's go. Erst langsam rechts. Sichern, langsam rechts. Sichern, langsam sichern. Ich muss mich an den SWAT-Officer hier, da. Nicht zu sehen. Raum links. Hab dich. Linke Seite sauber, kannst rein. Vorne langsam. Lass uns hinten absichern erstmal. Achtung, Treppe links. Großer Raum. Ja, ungeil. Hier links. Links schwer einsichtig. Kamera über uns. Könnte hinter dem Gerät was sein? Ja, rechts sieht aus wie rechts. Das ist eine Art Aufenthaltsraum oder Büro? Mehrere Taschen, mehrere... Gang rechts. Großer Gang rechts. Und so weit. Kriminellschaften unten rechts sind soweit sicher. Einmal den Gang rechts sichern. Achtung, links ist die Werkstatt ist soweit. Links ist ein Art Altar, Achtung. Gesichert. Eine Person hier. Zwei Personen hier. Oder. 66 sichergestellt. Mit einer verletzten Person. Wir brauchen unbedingt Hilfe von uns. Noch viel mehr. Passt auf, vollautomatische Feuer. Alles gut. Wo unten? Wo ist unten? Wo ist unten? Einmal. Scheiße, wie raus? Check, einmal nur den Gang absichern. Hey. Der Großteil der Kollegen aber links den Gang sofort nehmen und ins Gegenkommen. Hör mich zu, das ist Hilfe. Wichtig. Ja. Wenn du kommst, hier vorne hinter die Regale raus. Ja. Und dann nach rechts. Da ist dann auf linke Seite irgendwo ein Aufzug. Ja. Und da geht es noch tiefer runter. Alles klar. Und dort unten sind ganz viele Leute mit vollautomatischen Waffen und zig verletzte Personen. Check. Einsatzleitung für SWAT. Hört sie?
Scheiße, einmal alle klar, wir brauchen nicht mehr Leute. Das Areal ist zu riesig. Ihr braucht hier alle, alle rein. Leute. Wo gehst du hier raus? Alle Einheiten, die noch hier oben am Staudamm sind, einmal bitte vorrücken und wir treffen uns auf dem Staudamm am Jugular. Ja. Raum gesichert. Also geht's über die Werkstatt runter. Weg. Dann die Kollegen vom SWAT einmal vorrücken. Haben wir noch eine Schrot, die mitkommt? Rot vor. Raum unten sicher, nehmt hier oben Deckung ein. Geht in Deckung! Scheiß, Alter. Sehr großer offener Raum. Köpfe runter, Köpfe runter! Beschuss! Köpfe runter, Leute! In Deckung bleiben! Geradeaus durch den Gang! Geradeaus! Vorsicht, Vorsicht! Geradeaus durch den Gang befindet sich jemand. Ganz hinten. Und der Ausgang ist in direktem Beschuss, ganz links, da wo wir auch von dem Gebäude rauskommen, unten in den Kuhfalle rein. Ein Tango hinten, beim runtergehen. Scheiße. Zurück. Erst vorrücken, wenn nicht geschossen eine wird. Eine verletzte Person mit Katze. Ja, Feuer, wir haben Nicht von hinten. Nächste Feuerpause, zwei weitere. Ich habe hier zwei verletzte Personen bei mir. Ja, check. Ist der Raum sicher, dass wir die Spieler vorrücken können? Hier ist gar nichts gesichert. Zwei Tore uns hin. Sind viele. Ja, check. Deckung suchen. Wenn ihr gleich Schutzpause ist, gehe ich einmal rüber zur Kollegen. Aufpassen, die sind überall Zivilisten in den Gängen. Bleib. Puh, der Swatler da hinten wurde umgelegt. Die Information ist sehr, sehr, sehr viele Personen hier, die auf uns schießen werden. Ich habe hier eine Person ansprechbar, eine Person nicht mehr ansprechbar. Habt ihr das so weit sicher, dass Mediziner sicher versorgen könnten? Negativ. Gang B3, zwei Tangos ganz hinten, eine Mitte. Gibt es uns mal Sperrfeuer? Bleiben Sie in Deckung, Kopf einziehen, gehen Sie mal hier in den Raum rein, hier. Das ist spannend, Banks. Kopf runter, Mann. Kopf unten lassen. So, die Personen, die jetzt noch laufen, können einmal zu mir hier. Ja, aber sie können laufen. 241. Bitte rüber. Was ist der Gang hier? Schuss, mittlerer Gang. Sehen Sie hier vor uns die Treppe? Für euch zur Information, der Punkt ist gerade ganz links bei A3. Der Druck rückt jetzt gleich einmal links vor und versucht einen Raum zu gewinnen. Sie versuchen euch so die Möglichkeit zu geben, vorzurücken, dass die Kollegen lassen können und das FD runterkommen kann. Kurz zur Info, wir haben hier noch eine Dame, die uns gerade entgegengerannt gekommen ist. Sie steht jetzt hier unten. Warte mal. Jetzt rechts hier rechts, ja genau, das weiß ich. Ne? Den Gang runter sind mehrere Personen. Geht's Ihnen gut? Auch von der anderen Seite auch. Geht's Ihnen gut soweit? Also die zwei Herrschaften, Beschuss die jetzt laufen Rückseite. Können. Ja. Beide Seiten absichern. Gehen Sie da hoch, also geradeaus auf die Treppe hoch. Kommen Sie am besten hier entlang. Und dann rennen Sie rechts die Treppe hoch. Genau. Okay. Mike, für dich. Sie sollen am besten hier gerade mit durchkommen. Von hier aus haben Sie eine bessere Möglichkeit, darüber zu kommen. Okay, dann gehen Sie gerade mit dem Kollegen einmal mit. Ja. Was passiert hier unten? Von hier aus können Sie es gut sehen. Von hier sehen Sie sofort die Treppe drüber auf der anderen Seite. Gang eine wir gehen jetzt gleich mal Deckungsfeuer, sodass wir rüber können. Okay. Ich weiß, wo lang ich. Von hier aus rechts drüben. Da, wo der ist, die Kollegin gerade hinguckt. Da, wo die Kollegin ist? Eine Person genau, da, wo die Kollegin ist. Schön, das zweite Reihe. Okay. B3. Die Kollegin hier vorne, einmal Deckungsfeuer geben, dass der weiß, dass wir rüber können. Der hockt da gerade nur, der macht nichts. Ist wahrscheinlich nur Deckung. Ich bin bereit. Auf geht's. Zwei Personen sind gerade hochgekommen. Sind die Zivilisten durch? Linke Person, Zivilist hoch. Linke Seite hat einen Zivilist, kommt nach unten. Und wir versuchen jetzt über links einmal. Da ist eine Person, Linke Seite. Hinter uns Schüsse. Ja, linke Seite ist haben einen Zivilisten bei uns? Drei? Ja, Info, durchsucht noch die Zivilisten. Wir wissen nicht, wer ist. Kommt weiter auf uns, glaube ich. Geht hier keiner raus, ohne durchsucht worden zu sein. Zwei Personen. Also von einer Einsatzleitung kann ein Doktor vorne abrufen. Kollegen. Langsam vorrücken und den Raum sichern. Einmal die beiden Personen nach draußen bringen. Nach draußen. Einmal die beiden Personen nach draußen bringen. Wir haben hier mehrere Kollegen.
Wir sind hier unten an der Tür. Und wir sind schon ganz schön nah an den Schüssen, ne? Ja, positiv. Folgt zur Information. Mal ganz links können noch einige Officer nachrücken. Wir können jetzt nicht mehr links raus. Ein Dango down. Ja, ebenfalls auf der ganzen. Sag Bescheid. Tschüss, Redfield. Aber ich trage den Programm, wir schon die Sicherheit. Bei R16 zwei Kollegen down. Brauchen wir auf der linken Seite dringend Verstärkung. Kurz, Drake, ich habe hier einen verletzten Officer und zwei verletzte SWAT-Officer. Ja, bei A16 sind auf dem Weg. Sichern bei A16. Hinter euch. Einer muss Brandon hier rausbringen. Der ist am Bein verletzt. Komm rein. Der ist down. Kümmert euch um die Kollegen. Okay, kannst du auch die Kollegen mir hier raus? Ja, ich zieh Schutz, raus. Schutz, Entdeckung. Warte, warte, bleib. Akiro, bleib da. Ich beweg mich nicht. Kollegen, bringt euch in Deckung. Tschüss. Ein weiterer Kollege da. Junge, die kippt mir hier um wie die Fliegen. Check. Da vorne liegt auch noch jemand. Wichtige Frage, die gerade jemanden, eine Person in Rot, das Kollegin. Auf eine Person in Rot geschossen. Scheiße. Check. Ja, check, das, der war direkt bei der Dame, die tanzt. Die Dame, die da tanzt, ich bin näher rangerückt, sieht aus, als könnte es die Haupt sein. Ich komm nicht. Ja, okay, eins vorrücken, ja, ab geht's. Licht aus, ihr sollt Licht ausmachen. Licht aus, Leute. Haben wir aktuell irgendwelche Möglichkeiten, Mediziner okay, zu A16 zu bekommen? Dann einmal weiter. Er rollt sich da einfach um die Ecke rum. Wo sind Kollegen? Seid ihr da? Kollegen? 51 in der Slotbahn, die kommt. Vorne! Personen mit Zylindern auf dem Kopf und Langwaffen auf die Person, die ich gerade festgesetzt habe. So. Denkt mal bitte darüber nach, wie oft ihr schießt, wenn ihr das ganz rechts. Ring ist noch ein Kollegen, der verstärkt. Alter. Ja, wir haben hier noch einen. Das war knapp. Ich glaube, die 100 hat erwischt. Da sind noch zwei. Ich hab einen Spot auf der Karte. Tschüss! Einer noch? B38, ebenfalls ein Kollege nicht mehr ansprechbar. Braucht dringende Unterstützung. Also aktuelle genaue Position. Geht's euch gut? B38 ganz rechts außen. Was sagt eure Munition? Okay, also einen haben wir da auf jeden Fall noch. Wir haben safe noch einen. Da stand er gerade. Wir müssen einen weiter am besten. Ja, dann, let's go. Achtung, der dürfte am nächsten Gang sein. Im nächsten von der 06 hier. Im Gang A4 ganz links. Rechts sauber, Vorsicht, der ist jetzt hier vorne. Wir brauchen hier auch dringend Hilfe. Ja, A3 liegt auch einer. Okay, ich glaube, wir haben alle. Wir leisteten allen erdenklichen Widerstand, bis sich der Boden rot färbte. Aber nichts. Nicht einmal Gajar konnte verhindern, dass wir fielen. Oder musste es so sein? Hope und Shay jedenfalls überlebten und wurden verschleppt in eines ihrer Gefängnisse. Der Prozess sollte ihnen gemacht werden, aber das Schicksal hatte anderes im Sinn. Einige derjenigen, die an unseren Prüfungen gescheitert waren, sandten auf Rache und schmiedeten einen Plan, die beiden zu töten. Sie kamen mit einem Hubschrauber und überraschten die Officer, die sich ergaben und Shay und Hope so auslieferten. Die Attentäter gaben den beiden Klingen und wollten sie dazu zwingen, sich gegenseitig anzugreifen, bis nur noch einer lebte. Geschwistermord? Wie töricht. Als ob die zwei sich jemals gegenseitig etwas antun würden. Sie würden eher zusammen sehenden Auges in den Tod laufen. Sie waren bereit. Und vielleicht war es ja wirklich Liebe zwischen den beiden. Das war das Ende ihrer Tage. Zumindest wenn man glaubt, was in den Tagen danach berichtet wurde. Glaubst du an Geister? Ganz sicher scheinst du dir ja nicht zu sein, sonst wärst du nicht zu mir gekommen auf der Suche nach Antworten. Am Ende ist alles eine Frage der Perspektive.
Du musst dich entscheiden, wem du vertraust.